Wer gewinnt? Billiges Geld oder doch das Coronavirus? Das ist hier die Frage, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu diesem zugegebenermaßen etwas neuen, vielleicht ungewöhnlichen Format. Ich habe Schwierigkeiten mit meiner Kamera, mit dem Mikrofon. Der Ton war so schlecht, dass ich hier ein bisschen improvisieren musste. Und jetzt wollen wir uns mal der Frage widmen, wo gehen eigentlich die Märkte hin? Welches Prinzip wird sich durchsetzen? Das Coronavirus oder doch die Märkte? Belastet oder beflügelt durch das frische Geld, werden wir so etwas haben, was wir hier sehen, das Stock Market, der, naja, auf etwas brüchigen Fundamenten ruht, wie man vielleicht sagen könnte. Das ist die große Frage. Gestern hatten wir schon interessante Bewegungen. Wir hatten die Indizes in den USA überwiegend alle über 1% im Plus, aber der VIX, die Volatilität, ist auch gestiegen. Um 1,6%. Wir sehen also, dass die Aktienmärkte gestiegen sind, aber die Volatilität nicht runtergegangen ist. Und hier auf der rechten Seite, da sehen wir den S&P 500 unten rot und wir sehen oben den Value Line Geometric Index, also diesen Index, der praktisch alle Aktien, die in dem S&P 500 drin sind, gleichgewichtet, eben nicht solche marktdominanten Werte wie Amazon, Apple, Microsoft etc. Hier praktisch favorisiert und wir sehen, dass wir hier eben wenig Bewegung haben nach oben. Hier sieht man das, was da bisher nach oben gelaufen ist. Das ist durchaus überschaubar. Kommen wir zur nächsten Grafik. Nachdem ich heute ein paar Schwierigkeiten hatte, muss ich ein bisschen schneller agieren. Wir sehen hier den S&P 500 nochmal im Chart. Haben so einen Doji gemacht gestern. Wir haben Widerstand im Bereich 3150 bis 3200. Und 35, wir haben gestern insgesamt die Situation gesehen, dass der S&P 500 versucht hat, an diesen gebrochenen Aufwärtstrendkanal wieder ranzulaufen. Dort allerdings erstmal gescheitert ist. Wir hatten ja starke Bewegungen gestern an der Wall Street. Zunächst die Euphorie wegen billigem Geld, Anleihekäufe, Unternehmensanleihekäufe durch die Fed, was man eigentlich schon im März angekündigt hatte, jetzt eigentlich nicht wirklich überraschend war, aber die Märkte feiern halt gern zweimal. Dann eben Stimulushoffnungen durch die Trump-Administration. Sehr unwahrscheinlich allerdings, dass das kommt, denn die US-Demokraten werden sagen, nö, Donald, tun Wahlgeschenk. Da haben wir jetzt nicht so Lust drauf. Und dementsprechend wird das Ganze schwieriger. Jedenfalls haben wir dann die Zahlen aus Florida und Texas gesehen und die waren eben alles andere als schick. Abschließend noch ein Blick hier in Sachen Märkte. Wie sind eigentlich die großen Dickfische positioniert hier? Bank of America Umfrage. Wir sehen, man ist sehr stark in den USA drin. Die Cash Quote ist noch da, aber so deutlich zurückgefahren worden wie seit August 2009 nicht mehr. Healthcare Bonds sind nach wie vor gefragt. Was nicht gefragt ist, ist vor allem Energie, ist England, ist praktisch auch die Eurozone, sind Emerging Markets. Also wir sehen, wie die Dickfische sich hier positionieren. Wir haben neue Risiken aber am Markt. Mehr als 60% der Flüge nach Peking sind jetzt gecancelt worden erstmal. Und das sind die neuesten Entwicklungen aus Asien. Die Pekinger Behörden verstärken die Lockdowns jetzt derzeit. Und das ist natürlich genau das, was das Problem ist. Und diese mögliche zweite Welle in China, die Amerikaner sind vielleicht noch in der ersten Welle, wissen wir nicht. Dann haben wir Meldungen hier, dass es wohl 20 Tote gegeben hatte bei Grenzauseinandersetzungen zwischen China und Indien. Ich hatte gestern schon gesagt, warum Nepal, warum das Himalaya-Gebiet für China so zentral ist. Eben weil hier die drei großen Flüsse Chinas dort entspringen. Wir also diese Zone kontrolliert, der kontrolliert die gesamte Wasserversorgung Chinas. Und das Himalaya ist eben durch die Höhe auch durch das bergige Massiv, das groß, ja immens hoch ist, auch ein Puffer eben gegen Indien. Hier sehen wir diese Grenzregion im Galvan Valley. Da hat es diese Auseinandersetzungen gegeben. Mindestens 20 Tote. Gestern hörte man noch von drei Toten. Also das scheint richtig geschossen worden zu sein. Und das ist eine ganz, ganz brenzlige Situation. Sind ja die beiden einwohnerstärksten Länder der Welt. Das darf man nicht vergessen. Hier sehen wir neueste Zahlen jetzt, die das ifo-Institut, um bei der Aktualität zu bleiben, heute gebracht hat in Sachen Kurzarbeit in Deutschland. Und wir sehen vor allem Fahrzeugbau, Metallindustrie, Maschinenbau. Und das sind die Branchen in Deutschland, die hier am stärksten betroffen sind. Kommen wir jetzt nach billigem Geld. Da schauen wir auch gleich drauf. Zunächst mal, oder vor billigem Geld, schauen wir erstmal auf Coronavirus. Hier ist eine Karte der USA sozusagen in Gestalt von Corona-Fällen. Und wir sehen,
dass im Süden der USA die Kurven deutlich nach oben zeigen, im Norden der USA deutlich nach unten zeigen, obwohl es im Süden ja deutlich wärmer ist. Das ist überraschend. Aber wir haben eben auch im Süden weniger oder früher den Lockdown beendet. Hier sehen wir mal den 7-Tages-Durchschnitt der USA. Und da sehen wir, das geht so ein bisschen wieder nach oben. Wir haben hier mal einen Vergleich zwischen den USA und der Europäischen Union in Zahl der täglichen Fälle. Und wir sehen, bei den Amerikanern sehen wir so eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau, während es in der Europäischen Union auch zahlenmäßig deutlich nach unten geht in der Gesamtzahl. Und das, obwohl die EU ja 446 Millionen Einwohner hat, die USA um bei 330. Was wir hier sehen, ist dann auch ein Riesenproblem. Hier zum Beispiel Florida. Hier sehen wir, dass es die unter 50-Jährigen sind, deren Fallzahlen so deutlich steigen. Was vielleicht auch erklärt, warum die Todesrate jetzt zuletzt gesunken ist, obwohl die Hospitalizations zunehmen. Also die jungen Leute, die unter 50 sind, so wie ich, fast unter 50, gell? Fast. Ich habe schon die 5 vom Komma jetzt. Jedenfalls sehen wir, dass hier diese jungen Leute betroffen sind, mehr jüngere Leute betroffen sind. Und das ist natürlich ein besorgniserregender Trend. Jetzt der neueste Schrei in Sachen Impfstoff ist Dexamethason. Das hat natürlich wieder sofort zu massiven Rallyes geführt und wird die Marktkapitalisierung der weltweiten Börsen um hunderte Billionen wieder nach oben bringen, um dann praktisch wieder dann als Rohrkrepierer zu enden, so wie Remdesivir und wie sie alle heißen, von denen man derzeit nicht mehr viel hört. Jetzt kommen wir zum billigen Geld und hier sehen wir zunächst mal die Verschuldung in Blau der US-Unternehmen und wir sehen, dass die massiv nach oben gehen und wir sehen, dass die Amerikaner jetzt schon mit über 100% zum BIP verschuldet sind, dass gleichzeitig die Steuereinnahmen, hier die rote Grafik, massiv nach unten gehen und dementsprechend auch das BIP bald folgen wird. Wir rechnen somit um und bei minus 20% für das zweite Quartal bei den USA. Und wenn man sich mal anschaut, was hat all das gebracht, diese ultralaxe Geldpolitik der letzten Jahre, Anleihekäufe, Stimulus, billiges Geld, nichts hat es gebracht. Wir haben trotzdem anämische Wachstumsraten und wir haben Firmen, die Zombie-Firmen sind, die werden immer mehr. Der Anteil liegt jetzt um und bei 20% und in den USA, in Europa sind es deutlich weniger. Jedenfalls durch die Fed-Politik wird diese Zombifizierung weiter fortgesetzt. Die Fed kauft ja direkt Unternehmensanleihen, auch Neuemissionen. Das heißt, wenn ein Unternehmen neue Anleihen rausbringt, dann kann die Fed auch gleiche kaufen. Hier nochmal Südkorea, da gibt es Auseinandersetzungen mit Nordkorea, man will sich das nicht mehr gefallen lassen. Jetzt haben nordkoreanische Soldaten, eigentlich sollte diese Grafik weiter oben sein, also früher kommen, haben nordkoreanische Soldaten die Kaesong in Industriezone besetzt. Das war ja praktisch so ein bilaterales Industriegebiet, das so ein bisschen die Hoffnung genährt hat, dass alles wieder gut wird. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Jetzt schauen wir uns die Charts an, meine Damen und Herren, was wir hier sehen. Das ist der DAX auf Stundenbasis. Wir sehen hier jetzt diese Unsicherheitsformation rauf, runter, runter, rauf. Wir sehen beim S&P 500 aktuell die 3138, hier auch eben ähnliche Formationen. Das überträgt sich fast auf alle Indizes hier, wie die Unsicherheit hier um sich greift. Mal Euphorie, dann Bums nach unten. Wie gesagt, beim Dow Jones haben wir da gestern gesehen, hier in der Spitze 26.800, um dann runterzufallen auf 25.800. Mal eben 1000 Pünktchen. Wir haben Euro-Dollar bei 1,1285, kann sich wieder erholen. Was haben wir hier? Das ist Gold, 1725 und die Charts von Capital.com. Wir haben beim Nikkei heute Nacht nicht viel Bewegung gesehen. Da ist nicht viel passiert und wir sehen Crude Oil, das sich jetzt erholen kann, obwohl gestern die API-Lagerbestände überraschenderweise gestiegen sind. Also, das soll es jetzt erstmal mit einer relativ improvisierten Vorstellung von mir hier erstmal gewesen sein. Da gab es ein paar Schwierigkeiten, mit denen ich umgehen musste. Aber jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag. Hier in Hamburg ist Sommerwetter. Ich habe gehört, die Süddeutschen, die haben Regen. Naja, man muss ja auch manchmal ausgleichende Gerechtigkeit haben. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, Ihnen das Allerbeste. Servus und ciao. Aufnahme stoppen. Jetzt. Ciao.